Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute geht es wieder um Pokémon Trading Cards und ich habe hier wieder was ganz Tolles, nämlich eine weitere Pokémon Trading Card Game Drop Trainer Box. Diesmal nochmal von Echo des Donners, könnt ihr gerade nicht so gut sehen, da steht es. Pokémon Sonne und Mond, Echo des Donners. Das ist die Box, die wir hier auch schon haben. Da haben wir letztes Mal nicht so gute Karten gezogen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich möchte einen zweiten Versuch starten. Hier drin enthalten sind wieder 8 Booster, Würfel, Schadensmarken, Energiekarten, das Heftchen und so weiter und so fort. Kartenhüllen, ihr kennt das Ganze. Ich würde sagen, ich packe die Box mal eben schnell aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, wenn euch der gesamte Inhalt der Box interessiert, was da außerhalb der Booster noch drin ist, dann schaut mein erstes Video zum Unboxing der Echo des Donners Box. Da seht ihr das Ganze nochmal. Daher packe ich das nochmal an die Seite, da wir das jetzt in diesem Video nicht nochmal zeigen, sondern eben nur die 8 Booster Packs, die dort enthalten sind. Mit Lugia, mit Zoroark, irgendwas glaube ich, Papaluzio oder so ähnlich. Celebi, nochmal Lugia, ach nee, Kaplusio oder Kaplosio heißt er. Hier ist schon wieder Zoro irgendwas, nochmal Kaplosio und nochmal der. Also Celebi haben wir nur einmal, deswegen packe ich das mal als letztes aus. So, Leute, wünscht mir Glück, dass wir was Episches ziehen. Ich würde mich freuen. Mal sehen, was das erste Pack für uns bereithält. Ich bin sehr gespannt. 1, 2, 3, 4. Und wir werfen mal einen Blick auf eine Feen-Energiekarte. Eine Shaloko-Karte. Eine Kahili. Diden. Hopsbross. Rokara. Elitzeba. Onix. Weberak. Oh, cool. Eine Prisma-Karte von Hitzemanufaktur. Die habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Das ist also schon mal sehr nice. Also ein Punkt für mich. Und ein Stalos. Prisma-Karte lege ich mal hinten an den Rand. So. Und Stalos, eine normale Rare-Karte. So, zweites Pack. Mal sehen, ob wir da noch was haben. Ich finde ja, die Prisma-Sternkarte freut mich auf jeden Fall schon mal, da ich die, wie gesagt, noch nicht besitze. Daher ist das für mich schon ein kleiner Hit. So, zweites Pack. Zweites Mal Glück mit dieser Blitzenergie. Ein Panekon, ein Geduldhammer, ein Netzball, Gekarbor, Chanera, Pachirisu, Robal, Weberak, ein Natu in Reverse und ein Farbigel in Rare. Gut, das war nix. Nächstes Pack mit Kaplosio. Mal sehen, was wir da so haben. So, 1, 2, 3, 4. Da haben wir eine Pflanzenenergie, ein Ninjask, ein Magiana, Nirgendwo Mixer, Deden, Feuerriegel, Tanzer, Evoli, Knirrfisch, Wadribi in Reverse und ein Anego Ultra Bestie in Holo. Das habe ich zumindest noch nicht. Das ist also auch für mich wieder ein kleiner Hit. Ich freue mich ja auch mal über eine Holo-Karte, wenn ich sie noch nicht habe. So, ist zwar kein Hit, aber ich stelle sie trotzdem mal damit hin. So, nächstes Pack. Das Lugia-Pack. Vielleicht haben wir ja auch ein Lugia drin. Da habe ich noch gar keins aus dieser Box gezogen. Das wäre ja auch mal ganz cool. 1, 2, 3, 4. Eine Psycho-Energie. Ein Chevrum. Kumu-Milch, Feenschmuck, Lichtel, Endivir, Natu, Hunduster, Alola Dicta, Nachtara in Reverse und ein Wingenau in Normal Rare. So, weiter geht's. Da muss doch noch was kommen. Also das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Lassen wir uns mal überraschen mit dieser Kampfenergie am Start. Flexfänger, Feenschmuck, Capoeira, Alola Dicta, ein Natu, Endivir, Snubbull, Trassler,
Celebi Prismastern. Wunderbar, habe ich nämlich noch nicht. Sehr cool, somit haben wir zwei Prismastern-Karten, die ich noch nicht habe. Und die hier gefällt mir auch sehr gut. Die sieht so richtig schick aus und die grüne Farbe mag ich ebenso. Und Azumarill. Also dahinter war wieder nix, aber somit haben wir schon mal drei Karten, über die ich mich persönlich schon mal freue. So, da haben wir noch ein weiteres Pack. Mal sehen, was das diesmal ist. 1, 2, 3, 4. Eine Stahlenergie. Ein Lorblatt. Mogelbaum. Kontergewinn. Endivier. Alola Mauzi. Makabaya. Pummelo. Voltilam. Angestellte der Aether Foundation in Reverse. Und ein Ninja Turm. Gut, das war wieder nix. Zwei Packs haben wir noch. Wird langsam etwas kritisch. Also hoffen wir, da kommt noch irgendwas. So. 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 Vielleicht ist es ja wirklich in dem Celebi-Pack, welches ich ja als letztes öffnen möchte. So, erstmal haben wir hier eine Psycho-Energie. Ein Mantax. Ein Girafarig. Kräutermischung. Snubbull. Gastella. Feuerriegel. Venikro, Wadribi, Kapu Riki in Reverse und Pyroleo. Oder Pyroleo, so wird es glaube ich ausgesprochen. Eine normale Rare. So Leute, jetzt haben wir wirklich nur noch ein Pack. Sylvie, mal sehen, ob es wirklich bei den Prismastern und der einen Holokarte bleibt, was ich jetzt nicht hoffe. Aber jetzt ist die letzte Chance. Da sieht man es mal, die Echo des Donners ist echt schwer, da irgendwie was zu ziehen, wie ich finde. Eine Wasserenergie. Fabian. Electek. Bandsticker. Alola Vulpix. Hunduster. Venikro. Lavita. Pachirisu. Nochmal Pachirisu in Reverse. Und die letzte Karte für heute. Ein Papinella in Normal. Jo, schade, hat sich also nicht so gelohnt, wie ich jetzt mal finde. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem nochmal hier die Karten, die wir gezogen haben. Einmal ein Anego in Holo, das zeige ich euch jetzt nur, weil ich es noch nicht habe. Sonst würde ich euch das eigentlich nicht zeigen, weil es nur eine Holo-Karte ist. Aber es ist einfach eine Ultra-Bestie, daher zeige ich es euch mal. Eine Hitze-Manufaktur in Prismastern, die ich eben so noch nicht besitze, daher freue ich mich. Und ein Celebi in Prismastern, wo ich mich auch freue, da ich es noch nicht besitze. So, aber keine GX, keine Full Art, nix. Schade, aber vielleicht beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut, bis dann und ciao, ciao. Thank you.